Világ minden nálam van. Annak az ügynek az érdekében, hogy be tudjak ide jutni. Na, kell nekem először körömlak, amit szépen ide beöntünk. Ezt a körömlakot Izabellának az asztaláról vettük el, ha még emlékeztek rá. Egy órával ezelőtt nagyjából. Hinter der Lichtschranke ist jetzt ein ordentlicher Fleck von diesem Zeug. Mal sehen, ob der Reinigungsroboter das überhaupt wieder wegbekommt. Jo, mindjárt jön a robotocska. Der Reinigungsroboter reagiert offensichtlich auf den Geruch. És ki is... Okay, die Lichtschranke ist offen und Robbie hat erstmal zu tun. Jetzt komme ich problemlos an den Fingertipp heran. Ez így van, a lézer akkor most így megszűnt létezni, és akkor ezzel meg be tudok menni, ezzel az újjal. Die Tür ist entriegelt. Großartig. Na, és akkor itt van ez a csodálatos szerkezet, aminek segítségével vissza tudok menni úgymond a múltba. Viel gemütlicher als ich dachte. Na, a szimulátorszék. Először nézzük meg a kupolát. Surreal. Wenn ich mich hier zu lange umschaue, kriege ich Albträume. Na, és akkor beülhetek most már a izébe, igen, a szimulátorszékbe. Na, nézzük! Bequem. Jetzt muss ich wohl nur noch das Login-Kärtchen einschieben. Jó, beeljezzük akkor azt a kártyát, amit megtalálom. Ez az Escort ügynökség a kártyája, ez meg a belépő kártya, ez kell ide a vezérlőpanelhez. Willkommen im Crime Investigation Simulator Version 03454545. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich der Simulator im Beta-Stadium befindet und für gesundheitliche Schäden keine Haftung übernommen wird. Wenn Sie damit einverstanden sind, so antworten Sie mit Ja. Ja. Ja doch. Möchten Sie eine Kurzeinführung für den Umgang mit dem Simulator erhalten, so antworten Sie jetzt mit Ja. Gern. Ja. Sehr geehrter CIS-Nutzer, bitte beachten Sie folgende Nutzungsregeln. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es Ihnen ausschließlich gestattet, als feststofflicher Mensch am Simulationsgeschehen teilzunehmen. Zutrittsbeschränkungen gelten adäquat der Realität außerhalb des Simulators. Hm, damit meint das Ding wohl, dass ich nicht einfach in jedes Schlafzimmer reinstiefeln darf. Schade eigentlich. Die Anwendung von Gewalt und die Nutzung anderer ungesetzlicher Mittel zur Verbrechensaufklärung sind in der Simulation vollständig verboten. Das wird in der Realität aber weniger streng ausgelegt. Die von CIS simulierte Realität kann nach aktueller Gesetzgebung nicht als Beweis vor Gericht verwendet werden. Beachten Sie außerdem, dass Sie durch eigene Aktivitäten die Realitätssimulation in einem Sinne beeinflussen können, welcher zu einer zu hohen Wahrscheinlichkeitsabweichung gegenüber der Realität führt. Der jeweils aktuelle Wahrscheinlichkeitsfaktor reicht von 100 bis 0%. Einzelne Ihrer Aktionen können den Wahrscheinlichkeitsfaktor auf 0% oder darunter absenken. Die Simulation verliert damit ihren Wirklichkeitsbezug und wird beendet. Sie erhalten außerdem eine Simulatorsteuerung, mit der Sie die Simulation jederzeit abbrechen können. Beachten Sie, dass automatisch sogenannte Startpunkte gesetzt werden, um Fortschritte in der Simulation zu speichern. Bei einem Neustart des Simulators beginnen Sie automatisch am letzten definierten Startpunkt. Wenn Sie diese Ausführungen noch einmal hören wollen, so antworten Sie mit Ja. Nein, 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 küsse ja, nein, fang an! Die Simulation beginnt jetzt. Am besten, ich starte die Simulation für den Tag, an dem ich Rose gefunden habe. Vielleicht kann ich rauskriegen, was sie einige Stunden vorher getan hat. So, den Zeitpunkt habe ich richtig eingestellt. Jetzt kann's losgehen. Jo, és akkor vissza is mentünk. Teljesen jó. Na. Akkor irány Rose-nak a lakása. És akkor körbenézzünk, hogy mi merre hány méter. Na. Ez itt amúgy a valószínűség nullára csökken vége a szimulációnak. Tehát gyakorlatilag itt nekem úgy kell játszadoznom az egészbe, hogy itt semmi olyan dolgot ne tegyek, ami esetlegesen megbolygatná az idővonalat. Leider ist sie abgeschlossen. Mann, das Türschloss ist aber wirklich retro. Na, akkor nyitó panel. És akkor ide be kell írni, hogy box kukac Pandora.
Hol az R betű? Pont XOX. Ez amúgy a naplójában volt bent a legutolsó feljegyzésbe. Okay, es ist offen. Jó, irányra húznak a lakása. Da wäre ich wieder. Wenn ich wissen will, was Rose am Tag ihres Todes getan hat, muss ich sie beschatten. Sie darf mich aber natürlich nicht entdecken. Das würde die Simulation verändern und zum Abbruch führen. Ich muss mich irgendwo verstecken. Jó, na, akkor nézzünk körbe. Hova lehetne elbújni? Mutatom, hogy mi lenne a legjobb, a díszes mennyezet. Das Versteck da unten an der Decke wäre gut. Aber wie soll ich bloß da hochkommen? A lényeg az, hogy nem tudok feljutni. Még. De jó, hogy ezt most így megnéztem. Összecsukható válaszfal. Megpróbálunk ide a válaszfalhoz elbújni. És megnézzük, hogy sikerül-e. Ich kann das erklären. Wer sind Sie? Ich rufe jetzt die Polizei. Oh Mann, jetzt wird die Simulation gleich abbrechen. Ez így van. Also gut, das war's noch nicht ganz. Ich probiere es am besten nochmal. És így is lesz, megpróbáljuk szépen újra. Ez most kellett így. Bequem. Jetzt muss ich wohl nur noch das Login-Kärtchen einschieben. És akkor megnézzük, hogy azon a bizonyos napon körbenézünk a városban, mert sok felé el tudunk menni. Willkommen im Crime Investigation. Jó, igen. Ja, da. Die Simulation. Am besten ich starte die Simulation für den Tag. So, den Zeit. Ezeket most már nyom, mert igazából ugyanarról van szó folyamatosan. Na. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht hinzugehen. Jó, nem tudunk elmenni az egyetemre. Megnézzük a piros lámpás negyedet. Hogy tudok-e itt bármit is csinálni. Például itt van Alabama 2. Na, mein Süßer? Wir beide? Für 1500 in bar? Közben nem lehet, a kis Jake állandóan kiütést kap a kábítószeres prostiktól. Danke, verzichte. Jake Jr. bekommt immer Ausschlag von drogenabhängigen Nutten. Wichser! Hau bloß ab! Ich muss weiter, bis dann! Jó, akkor nézzük csak, ami van még itt. Akkor elvileg a kövér frenzihez el tudunk még menni. Egyetemre ugye nem engedett el. Megnézzük, hogy ezen a napon mi történt itt. Egyáltalán történt itt bármi. Hey Jake, lange nicht gesehen. Hogy mi az üzlet? Beschissen. Die Leute haben kein Geld und können es deshalb auch nicht bei mir ausgeben. Und dann kommen auch noch Typen wie ich, die weg sind vom Alkohol und nur an ihrem Wässerchen nippen. Quatsch, du gehörst zum Inventar. Das fürchte ich auch. Jó. Bis dann. Ennyi, akkor itt, ahogy látom, nem történt semmi. Goly nézem, nem is tudok sehova se bemenni. Ich bleibe besser hier. Oké, akkor térképre vissza, megnézzük a gyárat. Da brauche ich jetzt nicht hinzugehen. Oda nem enged el a rendszer, kínai negyed. Da brauche ich jetzt nicht hinzugehen. Platino. Die Wohnungstür stand offen. Seltsam. Aber Platino hatte ja erwähnt, dass er Einbrecher in der Bude hatte, während er im Knast saß. Die Diebe waren offensichtlich schon hier. Mhm. In dem Ding würde ich wahrscheinlich Läuse oder sowas bekommen. Ez így van, akkor ezek szerint Platinót azt mostra volták ki nemrég. De ahogy nézem, itt semmi extra. Tehát semmi olyan dolgot nem tudok összeszedni, ami kellhetne. Na, hát akkor megyünk kifelé, és akkor elmegyünk a rendőrségi laborba. Igen. Szemetes. Ein Mülleimer mit integrierter Miniaturmüllpresse. Sehr praktisch. Jó, semmi. Akkor megnézzük, hogy Sam itt van-e. Elvileg itt kéne lennie. Aha, itt van. Simon. Vagy mi a mindegy. Was gibt es Neues, Jake? Mi a helyzet, Simon? Wie geht's dir, Simon? Alles okay? Es geht.
jeden Tag derselbe Mist. Was ist denn aus der Kleinen geworden, die dich neulich hier besucht hat? Keine Ahnung, wen du meinst. Aber morgen kommt meine Schwester vorbei. Lass ja die Finger von ihr. Jo, wir wollen nalat. Was hast du denn da? Wonach sieht es denn aus? Nach einem seltsamen Handschuh. Du sagst es. Aber bevor du fragst, nein, ich darf dir nicht sagen, was es damit auf sich hat. Ich dürfte dir nicht mal sagen, dass es bei einem sehr spektakulären Einbruch eine ziemlich wichtige Rolle gespielt hat. Jó, köszi. Ez is egy jó kis információ, nézzük akkor rendőrségre. Megnézzük, hogy itt mi a helyzet. Edwarddal. Was gibt es, Jake? Te nem igazi vagy, csak egy szimuláció. Du bist nicht echt, sondern nur eine Simulation, Edward. Tatsächlich? Das war mir bis eben gerade gar nicht bewusst. Und jetzt hör auf mit dem Scheiß. Jó, meg 20%-ot vesztettem, igen. Was gibt es, Jake? Fizetésemelés. Wir müssen dringend über eine Gehaltserhöhung sprechen. Gehaltserhöhung? Was redest du denn da? Geld gibt es nur noch erfolgsabhängig, das weißt du doch. Ich brauche aber Geld. Dann verhafte jemanden und nerv mich nicht. Jo, történt valami mostanában? Irgendwelche Neuigkeiten auf dem Revier? Nicht viel. Sie verhören gerade Rollins, diesen Mistkerl, der seine Tochter umgebracht hat. Der Typ ist aalglatt. Wir kriegen nichts aus ihm raus. Ist das der mit der Mülltüte? Genau der. Er hat damit seine eigene Tochter erstickt. Der Kerl ist nur krank. Jo. Ich muss weiter, die Pflicht ruft. Okay, ez egy fontos információ volt ismételten. Na, majd megnézzük a lakásunkat. Es wäre nicht klug, mich selbst zu besuchen in der Simulation. Ich bin nämlich zu Hause. Jó, és hogyha Lizához elmegyek, akkor van valami? Akkor esetleg kapok valami plusz információt, esetlegesen így a múlttal kapcsolatban. Hallo, Mr. Corley. Mi újság? Gibt es Neuigkeiten? Klar, die arme Trisha Trillion aus dem 6. Jó, ezt már hallottuk, jó? Ich muss weiter. Akkor szerintem nem mond semmiatt. Na, akkor a szimulációból. Will ich die Simulation wirklich verlassen? Kilépünk, igen. Ja, raus hier. A valóságba. És most elmegyünk a rendőrfőnökhöz is. Also gut, das war's noch nicht ganz. Ich probier's am besten nochmal. Majd megpróbáljuk újra, csak most van egy-kettő információ. Megnézzük a rendőrségi labort. Először. Hát, hogyha Simon mond valamit. De úgy tűnik, hogy Simon most éppen jól érzi magát. Ugye megnézzük, hogyha napszakot váltok, akkor itt van-e. Jó, itt van Simon. Hi, was gibt es Neues, Jake? Milyen volt az a lánya? Was mit der Nutte? Sag doch nicht immer Nutte, das klingt so billig. Wir hatten einen niveauvollen Abend. Eine sehr aufgeschlossene Dame. Man wird sich hoffentlich bald wiedersehen. Verstehe. Pass auf, dass die Frau dich nicht in die Pleite treibt. Jó. Bis dann, Simon. Akkor Simonnal nem tudunk semmit kezdeni, akkor vissza a térképre, akkor visszamegyünk a rendőrségre, aztán beszélünk Edwarddal. Na, van egy-kettő információt, ugye most kaptunk a múltban. És azok most jól jönnek. Mert itt a jövőben meg tudjuk kérdezni, hogy sikerült ott megoldani. Was gibt es, Jake? Na, volt egy betörése minap, ugye? Még szerencsé, hogy a tolvaj sikerült kivonnunk a forgalomból. Netter Einbruch neulich, oder? Gut, dass wir den Typen aus dem Verkehr gezogen haben. Du meinst diese Fassadenkletterin? Ja, komische Geschichte. Schade, dass sie bei der Festnahme draufgegangen ist. Wir hätten ihr gerne ein paar Fragen gestellt. Zum Beispiel, wo sie diese Handschuhe her hat. Simon wollte die Dinger gar nicht mehr rausrücken. Handschuhe mit Nanobeschichtung. Hast du davon schon mal was gehört? Die ist an den Wänden herumgekraxelt wie Spider-Woman. Ez az, azt kell majd nekünk. Van valami fejlemény a Rollins ügyben? Gibt es Neuigkeiten im Rollins-Fall? Und ob. Wir haben ihn überführt. Wurde auch Zeit, wenn du mich fragst. Hat er irgendeinen Fehler gemacht? Naja,
Er hat einfach angefangen zu heulen und uns alles erzählt, als wir ihm die Tüte unter die Nase gehalten haben, mit der er seine Tochter umgebracht hat. Manchmal sind die Dinge einfacher, als man denkt. Na, jó, ich muss weiter. Bis dann. Na, komm, mehetünk vissza az egyetemre. Mert most itt, úgymond itt a jelenben megkaptuk a múltban való válaszunkat. Úgyhogy ezt most ki tudjuk majd használni a szimulációban. Bequem. Jetzt muss ich wohl nur noch das Login-Kärtchen einschieben. Így van. Úgyhogy loginoljunk be. Jelentkezzünk be csak szépen. Willkommen. Ja, még csak az kéne. Igen. Ja, da. Wollen? Vissza a legutolsó... Vagy nem, az előző munkahelyet akarom folytatni. Die Simulation beginnt jetzt. So, den Zeitpunkt habe ich richtig eingestellt. Jetzt kann's losgehen. Jó, akkor most itt szépen visszatértünk. Jó, ugyanúgy 50%-os történés van. Na, akkor rendőrségre elmegyünk. És megmondjuk Edwardnak, hogy mit kell tenni a Rollins ügyben. Hello? Was gibt es, Jake? Na, Rollins ügy? Gibt es Fortschritte im Rollins-Fall? Seltsam, dass du fragst. Irgendwie interessiert sich jeder dafür. Nein, es gibt keine Fortschritte. Wir sind alle sicher, Rollins war es, aber er streitet alles ab und sein Anwalt grinst. Ende der Geschichte. Bei dem Kerl müsst ihr etwas härter auftreten. Jake, sein Vater ist Richter. Wir haben Glück, dass wir überhaupt noch Zugriff auf ihn haben. Jó, mutassatok meg neki a szemetes zsákot, és egyből vallani fog. Ihr müsst Rollins die Mülltüte unter die Nase halten, dann wird weich. Die Tatwaffe? Warum sollte ihn das beeindrucken? Ich bin mir sicher, Edward. Sag den Kollegen, sie sollen es probieren. Der Typ steht das nicht durch, wenn er diese Mülltüte sieht. Er wird in Tränen ausbrechen. Das glaube ich kaum, aber bitte, nimm diesen Strich 47b, das Formular zum Aushändigen von Beweismitteln aus dem Polizeilabor und bring mir die Tüte. Ich wette, dass du Unrecht hast. Muss ich das Formular ausfüllen oder kriegst du das noch hin? Ich mach schon, gib her. Jó. Ich muss weiter, die Pflicht ruft. És akkor kell nekem a ceruzám. Az érintő ceruzám. Der Stylus gehört mir, den kann ich mitnehmen. És akkor felírom magamnak. Was wollte Edward nochmal haben? Die Nano-Gloves? Oder verwechsel ich gerade irgendwas? Felírom magamnak a nanokesztyűt, hogy nekünk az kell, igen, és hogy ezt akarom kikérni a rendőrségi laborból. És akkor Simon ezt oda fogja nekem adni. Na nézzük. Gib mal die Nano-Gloves rüber, die werden gebraucht. Bitte was? Was will Edward denn damit? Wir wollen uns die Dinger mal genauer anschauen. Wer weiß, wann der nächste Fassadenkletterer damit erwischt wird. Warum glaube ich, dass das nicht die ganze Wahrheit ist? Du willst nur mal damit etwas rumspielen, ha? Mal ein wenig die Wände hochgehen, richtig? Na, von mir aus. Weil du es bist. Aber du bringst sie mir unbeschädigt wieder, ja? Jó, und csak add ide szépen. Vissza fogod kapni. Majd az alternatív jövőben. Amit ugye el se vittem. Ez az, megvan a kesztyű. Na, akkor irány a térkép, és akkor irány Rose-nak a lakása. Oké. Okay. És akkor kell nekem a nano kesztyű. Aminek segítségével fel tudok mászni a mennyezetre. Okay, dann will ich mein neues Spielzeug mal ausprobieren. Na nézzük. És működik. Hey, das funktioniert. Igen. Es funktioniert. És így ki tudom őket hallgatni. Most egy tudom hallgatni Rose-t. Nicht so leicht zu sehen, wenn Rose kommt. Und ich kann sie beobachten und belauschen. Na vajon ki jött hozzá? Hát Khan! Ó, oh, halló Khan!
Hatten wir einen Termin oder schaust du einfach so mal rein? Besser, meine holde Schönheit. Ich lade dich ein auf eine Party. Sehr exklusiv. Also genau das Richtige für dich. Heute Nachmittag geht es schon los. Was genau soll denn da laufen? Du weißt, die ganz perversen Sachen mache ich nicht mehr. Da mach dir mal keine Gedanken. Es kommt fast nur verklemmte Prominenz. Und es gibt das beste Puder, das du in New York bekommen kannst. Die Leute erwarten was Besonderes. Deshalb bist du ja auch eingeladen. Und wer organisiert die Sache? Na, ich, mein Engelchen. Pass auf. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich weiß, du und deine Kollegen seid im Augenblick ein bisschen nervös. Aber ich bin persönlich für die Sicherheit verantwortlich. Und du kennst mich. Mit mir macht keiner Späßchen, oder? Das stimmt allerdings. Na, siehst du. Also, zeig einfach die Plakette hier am Eingang vor, damit die Leute von der Sicherheit wissen, dass du ein geladener Gast bist. Vielleicht mache ich sogar selbst die Tür, wenn du kommst. Drinnen gibt's dann nur noch einen Fingerscan. Alles absolut sicher also. Na gut. Wie sieht die Bezahlung aus? 12.000 jetzt und 12.000 nach der Party. Na, ist das was? Und ich wette, so wie du dich bewegst, bekommst du doch mal dasselbe so zugesteckt. Allerdings. Na siehst du. Hier die Adresse. Wir sehen uns dann nachher. Dein Kumpel Norman kommt übrigens auch. Auf den freue ich mich schon. Tatsächlich? Seit wann stehst du denn auf Kerle? Norman hat so seine Qualitäten, glaub mir. Also bis später. Ach, übrigens. Die Sache ist natürlich streng vertraulich. Ich habe keine Lust, dass sich nachher der halbe Straßenstrich vor dem Eingang versammelt. Also, psst. Naja, valami buliba ment Rose, ezek szerint. Hey, meine Süße. Schön, dass du dich meldest. Machst du immer seltener. Ja, ich weiß. Viel zu tun. Sag mal, bist du nachher auch auf dieser Promi-Party? Khan war hier und meinte, das ist was echt Großes. Du bist auch da? Ach, schade. Ich wollte auch erst hin, aber eben hat sich ein Stammkunde angemeldet, den ich unmöglich enttäuschen kann. Er enttäuscht mich auch nie, wenn du verstehst. Fällt dir jemand ein, den ich für mich hinschicken könnte? Auf Anhieb nicht. Wenn mir noch jemand einfällt, melde ich mich, okay? Bist ein Schatz. Wir müssen uns mal wieder treffen und ein bisschen tratschen, okay? Jetzt muss ich aber los. Bussi! Hát ez pont kapóra jön, hogy egy fiúka kell oda a partiba. Még szerencsé, hogy mi azok vagyunk. Okay, darum geht es also. Eine exklusive Sexparty, präsentiert von meinem Kumpel Khan. Wenn ich herausbekommen will, was genau dahinter steckt, werde ich wohl selbst auf die Party müssen. Aber ohne Einladung wird das schwierig. Und in den Klamotten erst recht. Verdammt, ich werde wohl kaum um ein Lack- und Lederoutfit rumkommen. Na, akkor hajrá. Felhívjuk ezt a srácot, akit az előbb hívott a Rose. Hallo Jake, was kann ich für dich tun? Szeretnék valakit felhívni. Ich möchte jemanden anrufen. Wen möchtest du denn anrufen, Jake? Mi? Viszont nem akarok telefonálni senkinek. Ich möchte doch niemanden anrufen. Okay, Jake, was kann ich jetzt für dich tun? Itt valami nem oké. Hát én az előző hívást szeretném fölhívni. Vagy ich möchte Polizeiakten einsehen. Okay, Jake, welche Akte willst du einsehen? Tschú, mennyi van itt. Igen. Zeig mir die Akte von Simon jó, Matthews. Nézzük meg Simon Matthews-nak az aktáját, igen. De igazából itt semmi nincsen. White Norman. Igen, nagyon alacsony. Igen, létező callboy. Jó, és nincsenek izé semmilyen ilyen dolgok. Na várjatok, akkor hogy fogom én ezt fölhívni? Die letzten angerufenen Nummern sind natürlich ja. Noch gespeichert. Die letzte muss die von Norman sein. Jó, csak így szimplán rá kellett így kattintanom, és akkor így. Talán. Most, hogy már így elmondta Jake, hogy miről van szó. Talán így most már engedni fog. Was kann ich für dich tun? Egy hívást. Ich möchte jemanden anrufen. Wen möchtest du denn anrufen, Jake?
Norman. Ich möchte diesen Norman anrufen. Okay, ich verbinde. Mein Name ist Jake. Ich rufe aus Rose's Apartment an. So, so, und was willst du? Rose egyik barátja vagyok, említette, hogy be kellene helyetted ugrani a partira, amelyre te nem tudsz elmenni egyéb elfoglaltságod miatt. Ich bin ein Freund von Rose. Sie sagte, ich kann dich vielleicht auf einer Party vertreten, auf die du leider aus terminlichen Gründen nicht kannst. Party? Was denn für eine Party? Und Rose hat dir vorgeschlagen, dass du dort für mich hin sollst? Wo soll das denn überhaupt stattfinden? Elvileg a zöld toronyba lesz. Ui, der Mann weiß Bescheid, wie schick. Aber die Party ist ein bisschen heikel. Viele Prominente und so. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, wenn du mich da vertrittst. Ich müsste dir meine Einladungsplakette geben. Okay, azt javaslom, hogy kapsz 10% részesedést, és a felvett előlegedet sem kell visszaadnod a megbízónak. Okay, ein Vorschlag. 10% Provision für dich und du kriegst keinen Ärger mit diesen Leuten, weil du den Vorschuss abkassiert hast. Das klingt ja gar nicht mal so übel. Also gut, ich schicke dir meine Kontaktdaten rüber. Komm vorbei. Das hat hingehauen. Auf zu Norman. Na, akkor hajrá Normanhez, akkor menjünk. Norman pedig itt van. Úgyhogy gyorsan menjünk Normanhez, átöltözünk, aztán menjünk majd a zöld toronyba. Hi, da bist du ja endlich. Oh, willst du in dem Outfit auf die Party? Ich hoffe nicht. Mi bajod van a szerelésemmel? Was gibt's denn an meinem Look auszusetzen? Was es daran auszusetzen gibt? Was ist das denn für eine Frage? So kannst du doch nicht auf eine Party mit Prominenz. Eigentlich kannst du so noch nicht mal auf die Straße. Fehlt nur noch eins von diesen fürchterlich großen Motorrädern. Nun übertreib mal nicht. Jo, akkor tudsz valami ruhát adni? Könntest du mir vielleicht etwas Passendes leihen? Aber klar, Rose-Freunde sind auch meine Freunde. Dich machen wir hübsch, mein Hübscher. Lass mal überlegen. Irgendwas mit Leder. Und mit deinen Haaren, da müssen wir uns was einfallen lassen. Oh Mann,